Lieber Herr Scheuer, ich schicke Ihnen dieses Video, weil ich gerne mit Ihnen wetten würde. Nämlich, dass es möglich ist, für unter 300 Euro jede Laterne in eine E-Ladestation zu verwandeln. Wie das? 89% der Zeit steht ein Elektroauto einfach nur rum. Das heißt, es ist überhaupt nicht relevant, wie schnell ein Elektroauto aufgeladen wird, außer wenn Sie vielleicht auf der Fernstrecke über 300 Kilometer fahren, sondern nur, dass da, wo das Auto steht, es eine Möglichkeit gibt, aufzuladen. Und ich persönlich fahre jetzt ja seit 3,5 Jahren in dem Angebot von meinem Arbeitgeber im Carsharing Elektrofahrzeuge und alle, vom großen Opel Ampere über den kleinen Peugeot Ion, lassen sich in der Regel mit einem Netzteil einer ganz normalen Haushaltssteckdose zu 80% aufladen. Und das reicht, denn wir wissen, dass ein Auto in der Regel in der Nacht 12 Stunden steht. Und wenn wir jetzt 12 mal 3 rechnen, also mal 3 Kilowatt, das was aus einer ganz gewöhnlichen Haushaltssteckdose herauskommt, dann sind das über Nacht immer noch 36 Kilowattstunden. Und mit 36 Kilowattstunden kommen Sie, selbst wenn Sie die Heizung weit aufdrehen, immer noch gut 200 Kilometer weit. Laut ADAC fährt der Durchschnittspendler allerdings nur 17 Kilometer am Tag. Das heißt, er bräuchte einen Bruchteil des Stroms, was man über Nacht aus einer einfachen Haushaltssteckdose aus dem Elektroauto ziehen kann. So, und warum dann in großen, übertriebenen Schnellladesystemen denken, wenn das Auto doch ganz einfach an jeder Laterne in der Nacht aufladen könnte? Es braucht dazu wirklich nicht viel. Strom ist in der Laterne ja drin, sonst würde sie nicht leuchten. Sie brauchen vielleicht noch ein 4G-Modul, mit dem Sie den Strom freischalten können, einen kleinen Stromzähler, der das misst. Aber Sie könnten auch mit Giro-E zum Beispiel von der GLS-Bank auch einfach direkt das mit der EC-Karte freischalten. Also es wäre mit ganz einfachen Mitteln möglich, eigentlich jede Stromquelle in einer Stadt, direkt an einem Parkplatz ist, in eine funktionierende Ladesäule zu verwandeln, die über 90% der Use Cases von privater PKW-Nutzung abdeckt. Es hat noch viele weitere Vorteile, denn wenn Sie ein Elektroauto mit 3 kW laden, dann nimmt der Akku fast gar keinen Schaden. Das heißt, er lebt viel länger. Sie brauchen keine Hochvolttechniker. Das kann jeder Elektriker einrichten und einbauen. Und es kommt auch zu keinen krassen Schwankungen im Netz, weil 3 kW, das verbraucht dieser Wasserkocher, der da oben steht. Und ich habe noch nicht gemerkt, dass deswegen irgendwie bei meinen Nachbarn das Licht ausgegangen ist. Deshalb, weil Sie ja im Rahmen Ihres Modellquartiers neue Ladeinfrastruktur nach Lösungen eben gefragt haben, wette ich mit Ihnen um einen Kasten oder gerne auch um mehrere gutes oberfränkisches Bier, dass es möglich ist, jede Laterne für unter 300 Euro in eine Ladesäule zu verwandeln, die eben ausreicht, um Elektroautos ordentlich zu laden.